Heute gibt es wieder eine kleine Zusammenfassung von mir aus dem Wahlprogramm der Linken. Diesmal geht es um Bildung. Und zwar wirklich um Bildung von der Kita angefangen, die komplette Schulbildung, Berufsausbildung, egal ob sie mit einem Berufsabschluss, einem Meister oder einem Master endet. Die Probleme liegen auf der Hand. Wir haben eine ganz krasse Bildungsungerechtigkeit in Deutschland. Das heißt, der Bildungserfolg von Kindern hängt ganz wesentlich davon ab, aus welchem Elternhaus sie kommen. Und das gehört sich nicht. Wenn ihr euch umguckt, in Schulen gibt es einen riesigen Investitionsstau, überall regnet es rein. 50 Milliarden Euro beträgt dieser Stau inzwischen. Und ganz egal, ob man in Kitas guckt, in Schulen oder Berufsschulen, überall gibt es eklatanten Personalmangel. Es gibt also viel zu tun. Wir wollen dafür sorgen, dass es 100.000 Lehrkräfte mehr gibt und 200.000 BetreuerInnen mehr in Kindertagesstätten. Wir wollen, dass es überall einen besseren Betreuungsschlüssel gibt als heute, nämlich 1:3 für Kinder unter 3 und 1:8 für Kinder über 3 Jahre. Wir wollen auch ein großes Investitionsprogramm für Schulen. Und wenn die schon saniert werden, dann soll es natürlich auch so sein, dass alle Schulen barrierefrei werden. Denn Inklusion gehört auch zur Bildungsgerechtigkeit. Für wirklich gute Bildungsgerechtigkeit wollen wir aber, dass die Teilnahme an Bildung immer kostenlos ist. Keine Kita-Gebühren, keine Studiengebühren, kein Schulgeld für Berufsausbildungen, alles das muss weg. Wir wollen stattdessen, dass man eine Ausbildungsförderung und ein elternunabhängiges BAföG bekommen kann. Wir wollen auch Lehrmittelfreiheit, und zwar egal, welche Art von Ausbildung man hat. Man soll für Schulbücher, wenn man das nicht kann, auch nicht bezahlen müssen. Bei digitaler Bildung gehört im Übrigen auch dazu, dass jedes Kind den Zugang hat zu einem digitalen Endgerät. Ein Tablet oder ein Laptop zum Beispiel, auch die Kinder, deren Eltern sich das nicht leisten können. Das gehört zur Lehrmittelfreiheit unbedingt dazu. Aber Bildungsgerechtigkeit, dazu gehört für uns auch ein kostenloser Schulweg und eine warme Mahlzeit am Tag, die auch nichts kosten darf, denn nicht jedes Elternhaus kann sich das für die Kinder leisten. Hungrige Kinder lernen schlecht. Überall fehlt es auch an Wohnheimplätzen, und zwar für Auszubildende und für Studierende gleichermaßen. Da wollen wir Abhilfe schaffen durch ein Wohnungsbauprogramm für Studentenwohnheime oder Auszubildendenwohnheime. Und die muss es insbesondere auch im ländlichen Raum geben. Gleiche Chancen für alle Kinder wollen wir auch durch die Einführung einer Gemeinschaftsschule schaffen. Eine Schule, in der man jeden Abschluss im Rahmen eines Schullebens erreichen kann. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie soll man das alles bezahlen? Das ist eine berechtigte Frage. Die Linke hat sich dazu Gedanken gemacht. Zum einen muss das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern für Bildung weg aus dem Grundgesetz. Wir wollen, dass dort drin steht, dass es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe handelt zwischen Bund und Ländern. Dann kann der Bund nämlich auch diese Aufgaben mitfinanzieren. Welche Wege es zur Finanzierung gibt, da werdet ihr auch im Wahlprogramm fündig. Zum Beispiel in dem Abschnitt über Umverteilung und über Steuern. Wir haben es durchgerechnet, das ist drin. Dieses umfassende Programm für bessere Bildung und für konsequente Bildungsgerechtigkeit von der Kita bis zu Meister oder Master, das ist, was die Linke meint, wenn sie sagt, wir machen das Land gerecht. Deshalb 2 Stimmen für die Linke.